Hallo, dieses Video ist eine kurze Ergänzung zum Notebook Teardown. Und zwar habe ich ja damals schon gesagt, dass man dieses Touchpad aus dem Notebook auch an einem PC verwenden kann. Und zwar an einem PS2-Anschluss, also der alte Tastatur- bzw. Mausanschluss. Und in dem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe das hier zwar alles schon aufgebaut, aber trotzdem, ich werde euch kurz erklären, was ich gemacht habe. Also es ist ganz einfach, ihr braucht bloß ein paar Kabel ranlöten und es funktioniert. Um herauszufinden, wie das Ganze funktioniert, habe ich einfach mal im Internet nach Connect Synaptics Touchpad to PC gesucht und dann kommt man früher oder später auf diese Seite hier. Hier wird das Ganze erklärt, wie es funktioniert, am Beispiel des T1004 Synaptics Controller Chips. Und das Pinout dieser Chips hat sich über die ganzen Chips hinfort nicht geändert, zumindest nicht bis zum T1005, das ist der, den ich jetzt habe hier auf diesem Board. Und hier sieht man jetzt, dass die unteren beiden Pins da Data und Clock sind. Und das sind genau die beiden Pins, die auch PS2 hat. Daneben sieht man noch, wo die plus 5 Volt Leitung liegt. Masse finden wir natürlich dann wieder auf einer großen Massefläche. Da wir jetzt die Kabel natürlich nicht direkt auf den Chip löten wollen, messen wir einfach mal die einzelnen Pins durch. Also Masse finden wir natürlich entweder hier, da können wir groß drauf löten. Ich habe dann trotzdem ein kleineres Testpad gesucht. Das hat sich dann hier gefunden. Und die Data- bzw. Clock-Pins finden wir jetzt einfach, wenn wir hier hingehen und dann auch wieder Touchpad und dann auch wieder Testpad für Testpad durchgehen. Das finden wir jetzt hier. Und den anderen finden wir hier. Und dann habe ich einfach an die Stellen die entsprechenden Kabel rangelötet. Dann braucht man bloß noch einen alten PS2-Stecker. Ich habe den von irgendeiner alten Maus abgeschnitten. Und dann einfach durchgeschaut mit dem Pinout des PS2-Steckers. Und das sieht folgendermaßen aus. Findet man aber alles im Internet, wenn man einfach nach PS2-Keyboard und Mauscable sucht oder wie es irgendwelche Dinge sucht, dann findet man das. Und dann braucht man das Ganze bloß noch zusammenlöten und dann funktioniert es auch schon. So, jetzt noch kurz der Beweis, dass das Ganze auch funktioniert. Wir schließen das Ganze einfach an unseren Rechner, in dem Fall halt ein Notebook hinten an den PS2-Anschluss an. PS2 funktioniert ja grundsätzlich ohne Treiber, wobei dieses Touchpad hier Treiber benötigt, wenn man die erweiterten Funktionen nutzen will. Also zum Beispiel dieses Touchpad hat eine Beleuchtung, ein paar Sondertasten drin. Wenn man die verwenden möchte, dann braucht man den Treiber. Aber ansonsten ohne Treiber funktioniert das Ganze auch einfach so. Wie man sieht, kann ich jetzt die Maus bewegen und ich kann auch Dinge öffnen, zum Beispiel den Arbeitsplatz. Und es halt ganz normales Touchpad verwenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen rauf. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch auch bitte meinen Kanal. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.